Qigong und Sauna. Was sagt man eigentlich aus Sicht des Qigong zu Sauna? Das ist ja doch ein ganz schön extremes Ding mit Hitze und Kälte und so. Ist das nicht alles ein bisschen zu extrem oder ist das aus Sicht vom Qigong gut? Darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist und dich für das Thema Qigong und Sauna interessierst oder auch für eins von beiden. Und ja, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Kono, ich bin Qigong-Lehrer seit über 20 Jahren, deutschlandweit, Autor des Buches Qigong für Dummies und so weiter und so fort. Und heute plaudern wir ein bisschen. Ich werde jetzt keine wissenschaftlichen Analysen hier offenbaren. Wenn du die suchst, musst du leider woanders hingehen. Einfach nur aus meiner Erfahrung und auch noch das Wissen von meinem eigenen Meister, Großmeister Dan Gongzhong. Das können wir schon vorwegnehmen. Der ist ein großer Fan davon und sagt, ja, diese Hitze- und Kälteschock-Anwendung, so kann man ja auch davon sprechen, Sauna-Hitzeschock und dann das kalte Duschen oder ins kalte Wasser steigen danach und dieses Abkühlen, das ist dann der Kälteschock. Und Hitze- und Kälteschock, kann man ja erstmal sagen, sind extrem Yin und Yang. Und dann ist die Frage, ist das gut, dass wir diese extremen Yin und Yang miteinander verbinden? Erzeugt das eine Energie, die für uns gut ist, oder ist das in irgendeiner Art und Weise zu extrem, sodass man sagen würde, ja, das ist zwar vielleicht gut für Herz und Kreislauf, aber hat vielleicht andere negativen Nebeneffekte. Aus Sicht von Großmeister Dan Gongzhong ist Sauna sehr, sehr gut. Das komplette Paket mit Hitzeschock und Kälteschock. Dann aus Sicht von Altersforschern, ich vergesse immer die Namen, aber es gibt so ein paar sehr präsente Namen, gerade in den Medien und in den sozialen Netzwerken, die forschen, wie kann man 120, 130 oder sogar noch älter werden und auch organisch jung bleiben. Da wird auch immer wieder komischerweise davon gesprochen, von diesen Hitzeschock- und Kälteschock-Erfahrungen, die dafür sorgen, korrigiere mich bitte, da bin ich nicht so firm. Ich meine, dass die Telomere, also wenn wir auf die genetische Ebene gehen, auf die Zellebene gehen, auf die mikroskopische Ebene gehen, dann geht es darum, wie können sich Organe und Zellen erneuern. Und Telomere, korrigiere mich in den Kommentaren, wenn ich falsch bin. Ja? Also es kann durchaus sein, dass mir da ein Flüchtigkeitsfehler unterläuft. Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Telomere, soweit ich es auf dem Schirm habe, speichern die Informationen wie eine Anleitung, wie eine Bauanleitung für Organe, für körperliche Funktionen. Und im Laufe des Alters verkürzen sich diese Telomere. Und die Informationen, um den Körper wiederherzustellen und aufzubauen, die werden fragmentarischer, bruchstückhafter. Und dann wird es schwerer für den Körper, sich zu regenerieren im Alter. Und Hitzeschock- und Kälteschock-Erfahrungen, professionell, auch Sauna zum Beispiel genannt, sorgen dafür, dass diese Telomere sich nicht verkürzen. Ich weiß nicht, ob die sich sogar wieder verlängern dadurch oder nur nicht weiter dieser Prozess gestoppt wird, dass sie sich verkürzen, sodass sozusagen die Bauanleitung für deinen Körper, die Bedienungsanleitung, wie baue ich das wieder auf im Innern, dass die längere Zeit erhalten bleibt und geschützt wird. Das ist kurz gesagt, so wie ich es verstehe, der Sinn und Zweck auf tiefster Ebene für Sauna. Natürlich oberflächlich Herz-Kreislauf-Training und so weiter, Schwitzen, Leberentgiftung, das sind alles Dinge, die eher nahe liegen. Aber das mit diesen Telomeren und dass da tatsächlich schon Studien zu existieren, dass diese Hitzeschock- und Kälteschock-Einwirkungen auf die Telomere wirken und dadurch auch direkt auf das Altern und den Alterungsprozess. Das ist sehr spannend und da sind wir beim Qigong natürlich immer sehr hellhörig, weil wir wollen natürlich möglichst lange gesund und fit bleiben und auch mit allen Hilfsmitteln arbeiten, nicht nur mit den 5 Übungen. Nochmals Erinnerung, wir nutzen hier im Qigong Club die 5 Übungen als Fundament für Gesundheit, jung bleiben und ein Leben im Gleichgewicht. Das ist das Fundament. Aber auch ein Fundament, aus dem heraus wir schauen, was gibt es für Methoden, die uns zur Verfügung stehen, um diesen Prozess hin zu mehr Gesundheit und länger fit bleiben, vital bleiben, fröhlich bleiben oder wieder fröhlich werden, diese Transformationsprozesse, wie wir die besser noch anregen können und stimulieren können. Und da ist Sauna aus Sicht von Meister Dan und auch aus meiner eigenen persönlichen Sicht wirklich ein sehr adäquates, sehr gutes, intensives Mittel,
Das heißt, da würde ich durchaus empfehlen, wenn dich Sauna generell nicht total abschreckt und du sagst, das ist jetzt ganz schlecht für mich, mag ich nicht, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, dir was Gutes zu tun. Sauna ist nicht der einzige mögliche Weg, aber ich selber zum Beispiel achte darauf, wenn es möglich ist, einmal die Woche in die Sauna zu gehen, richtig in eine finnische Sauna mit Aufgüssen und so weiter und dann drei Aufgussrunden, die klassischen drei zu machen. Das nenne ich dann Sportsauna. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zu Wellness-Sauna, mache ich auch gerne mal ab und zu alle paar Monate so für einen ganzen Tag in so eine Therme und da schön chillen und sich's gut gehen lassen und hier und da einen Saunagang und Whirlpool. Das ist mit Sicherheit auch gut, aber mit dem Saunieren in diesem Video hier auf gesundheitlicher Ebene ist, sage ich mal, eher der Saunasport gemeint. Das heißt wirklich so das Regelmäßige, zum Beispiel einmal die Woche zu saunieren. Und ich weiß, es gibt auch verschiedene Saunaarten. Wenn es da viel Interesse gibt, kann ich da auch noch näher drauf eingehen. Dann schreib es in die Kommentare, weil es gibt ja nicht nur die Sauna, sondern es gibt finnische Sauna, es gibt Dampfsauna, es gibt Infrarotsauna, es gibt Biosauna. Wie wichtig ist da der Unterschied zwischen niedrigerer Temperatur und hoher Temperatur? Wenn dich das Thema Brennen interessiert, dann bin ich als Saunafan jederzeit bereit, da auch noch näher drauf einzugehen. Aber das ist jetzt erstmal so ein grober Überblick, dass, wie gesagt, Sauna und Qigong so miteinander ist und sehr gut miteinander harmonieren. So, also dann würde ich mal sagen, pack deinen Bademantel ein und dein Saunahandtuch und dann geht's los zum Schwitzen. Bis dann. Ciao.